Moinsen, der Stefan ist hier. Herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Heute machen wir mal was völlig Wildes. Heute wollen wir mal zwei Grundrisse miteinander vergleichen, und da werden einige von euch jetzt schon ganz laut aufschreien und sagen, das kann man nicht vergleichen. Und wir sagen, doch, warum denn nicht? Klar. Nämlich, wir schnappen uns mal einen schönen Tabard Da Vinci 495 HE und einen Weinsberg 480 EU. Oh, da denkt man sich, okay, die Zahlen, die hören sich schon mal relativ gleich an. Das scheint so relativ, so vom Grundriss irgendwie ähnlich zu sein. Ja. Aber Weinsberg und Tabard und dann noch Da Vinci und... Ich sage, dieser Vergleich, der ist längst überfällig und deswegen starten wir na jetzt los! Okay, sind wir direkt mal an den Ort des Geschehens gehüpft und zwar vor den Da Vinci 495 HE Finest Edition. Also ey, das lässt schon mal ganz schön viel erwarten, glaube ich. Du weißt, wie es ist, im Vorfeld einmal drumherum gerannt. Zum einen siehst du Glattblech. 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie, okay, das machen andere auch. Und das High-Strength GFK-Dach. Übrigens, das habe ich mir gerade erzählen lassen, das ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, das dir mal zu kommunizieren. Ich wusste das vorher nämlich nicht. Komm mal mit, Melli. Wenn du nämlich schaust, dann siehst du bei den, oh, ich falle, bei den Tabard-Modellen ja ganz oft so eine Lippe da oben. Siehst du das? Ja, wahrscheinlich tust du das, weil es ja zu erkennen. Das hat ja einen Hintergrund, dass dem so ist. Man dachte sich immer, okay, warum basteln die das so? Das ist so ein spezielles Spezialdach. Das ist, ich mach's mal ganz oft doof. Wohnwagendach, Dämmmaterial, Wohnwagendach. Besser isoliert. Im Sommer kühler, im Winter wärmer und viel weniger Regengeräusche. Mein Einwand war da, das war doof, ey, zum Campen gehört ja auch Regengeräusch. Da sagte der, ja gut, bei den Dachluken, ja, die sind ja die gleichen, also die Hekis. Da hört man das schon noch ein bisschen mit dem Prasseln, aber eben deutlich weniger. Wir werden natürlich jetzt auch gleich irgendwann auf den Preis kommen. Da sind wir hier natürlich schon etwas höher als beim Weinsberg, ist ja ganz klar. Aber jetzt machen wir uns nichts vor. Ich sag mal, so ein Polo ist ja auch ein schönes Auto, der kostet aber weniger als, ich sag mal, der 500er Brabus, weil der halt einfach auch mehr kann. Von A nach B kommen sie beide. Das ist ja beim Wohnwagen nicht ganz anders. Also, Melli, wo wir eh schon vorne stehen, dann sehen wir natürlich erstmal einen Gaskasten, relativ normal, okay? Dann ist der aber auch mit diesen Gasdruckstoßdämpfern so eingedödelt, dass der schon fast von alleine aufgeht. Das macht das Öffnen deutlich leichter. Dann haben wir verbaut einmal die Truma mit Crash-Sensor. Ja, Monocontrol hier in diesem Fall, also eine Pulle anschließbar. Wir haben das ATC mit drin, also das Alco Trailer Control, damit der Bolide nicht anfängt, sein Popo zu wackeln. Und wir haben natürlich noch ein bisschen mehr, vorne die Anti-Schlinger-Kupplung, auch von Alco. Wir gehen weiter, oder? Und das ist übrigens auch schon pornös, wie wir mal so schön sagen. Ja? Da war so ein riesen Ding da vorne vorgeknallt. Das ist so ein, ich nenne das ja immer, und das meine ich echt positiv, so eine leicht latente... Grund, ja, ich weiß nicht, ich traue mich das Wort gar nicht auszusprechen, weil das Wort ist ja so, wie würdest du es nennen? Ich würde es Dekadenz nennen. Dekadenz, so eine latente... Eine Charmante. Eine Charmante, ja, aber auch cool. Okay, dann TV-Anschluss natürlich hier vorne verbaut mit 230 Volt Außensteckdose. Du siehst auch hier, die Fenster sind einfach mal schön in Plan und nicht so diese Gewölbten, wie man es ja ganz häufig kennt. Dann gehen wir weiter. Gehen wir weiter und sehen dann auch schon, wenn wir weitergehen, dass hier oben, ja, also diese beleuchtete LED-Leiste über die komplette Front, da denkt man sich ja, schon geil, also ich denke das zumindest. Dann, hier muss wahrscheinlich irgendwo der Lokus sein, dann Alufelgen. Habe ich ja nicht, noch auf dem Auto habe ich welche, machen wir uns nichts vor, aber das ist schon auch geil. Übrigens, die gibt es auch in Weiß. Oh. Und das ist dann schon ganz kurz vor... Automatisch nachstellbare Bremse, da heißt, da musst du auch nicht ständig in der Werkstatt, dass sie die Bremse nachstellen. Staufachklappen hier, Bums, flache Fenster, geil. Und natürlich das immer wieder gern gesehene Tabard-Heck. Groß, prägnant, zum Schieben. Ich würde allerdings, wenn ich mir so einen schon hole, auch einen Mover ranbauen. Dann gehen wir weiter und sehen, hier würde ich reinkommen, aber der, ich sag mal, der Blickwinkel wäre für euch etwas ungünstig. Was du aber super sehen kannst, ist eben, wie sich diese flachen Fenster durchaus verhalten. Übrigens, hier hinten auch noch Wasser. So, das war erstmal außen. Das ist schon mal ziemlich geil. Und deswegen aber denke ich mir, Melli, wenn du so außen bist, dann zeig uns doch mal den Weinsberg von außen, oder? Ja, nun,
So, ihr Lieben, wir sind jetzt hier beim Weinsberg. Wir machen jetzt ja den kleinen Vergleich. Wir sind jetzt hier beim Weinsberg Cara One 480 EU. Das steht für Einzelbetten und U-Sitzecke. Und ich würde sagen, wir starten mit einem kleinen Rundumblick einmal außenrum. Fum. So, wir haben hier einen kleinen Reisewohnwagen. Warte mal, ich habe hier gerade einen Zettel in der Hand. Den muss ich mir mal kurz irgendwo hinstopfen. Schwierig, wenn man keine Tasche hat. So, was wir hier sehen, Kühlschrank, der sieht jetzt erstmal wohl nicht so groß aus, weil die Belüftungsfläche jetzt nicht so weit auseinander sind. Was aber dann direkt ins Auge fällt, ist dieses große, große Fach, um eins der Betten zu befüllen. Das finde ich schon mal ziemlich, ziemlich cool. Habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, weil ich mag es tatsächlich, wenn man das von außen machen kann. Kabelsachen sind hier alle im Kabelkanal gesichert, das ist schön. Und was wir da schon direkt sehen, ist die Truma Warmwasserheizung. Warmwasserheizung, Quatsch. Ärme. Ah, so, hoch mit mir. Unempfindliches Riffelblech, wie ich immer sag. Heißt anders, ich nenne es so. Gehen wir mal nach vorne. Wie macht man das denn jetzt? Ah, ich traue mich nicht. Es wirkt so fest. Also, auf jeden Fall ist das hier einer, den man wieder so hochklappt, ganz klassisch, und nicht der sich so schön hochschwenken lässt. Was bedeutet, wenn hier ein Fahrradträger drauf ist, das muss irgendwie so konzipiert sein, dass das dann passt. Aber im Moment ist hier kein Fahrradträger drauf. Wir haben hier diese schöne Abdeckung, was ich immer optisch ganz, ganz hübsch finde. Allerdings, glaube ich, muss man das auch echt gut sauber halten, weil das hier schon hochspritzt vom Auto. Ne? Ich glaube, draußen sieht das dann nicht mehr ganz so weiß aus. So, was haben wir hier? Wir haben hier die Alco-Anti-Schlingerkupplung und ja, Platz für zwei Glasflaschen. Hier kann alles gut durchtropfen, wenn es hier reinregnet. Das finde ich auch immer schön. Ja, und ansonsten halt ein Gaskasten, ne? Ist halt ein Gaskasten. Gucken wir mal, was es hier noch so zu gucken gibt. Hier vorne, ah, guck mal, das liebe ich schon wieder. Hier ist nämlich Glattblech. Hier kann man wieder einen schönen Sticker drauf machen. Oder man kann da was drauf beamern. Allerdings müsste man dann irgendwo auf dem Baum sitzen, weil das ja so hoch geht. Ist so ein bisschen aerodynamisch das Ganze hier gelöst. So, gehen wir einmal rum um die Kiste. Und gucken mal auf der Rückseite, wie es hier aussieht. Voila. Hier wird es nichts mit Beamern, weil hier auf der Heckseite haben wir nämlich ein Fenster. Da erhascht sich uns schon ein leichter Blick nach drin, aber ich will nicht zu viel spoilern, das ist doof. Auf jeden Fall haben wir hier runde Rückleuchten. Ja, ist jetzt nichts ganz Außergewöhnliches. Und ich bin jetzt hier fast im Dschungel. Das ist die Seitenansicht. Da bin ich jetzt ganz ehrlich, Leute, da passe ich nicht rein. Da passe ich nicht rein und deswegen würde ich jetzt sagen, gehen wir lieber rein in den Wohnwagen. Aber Stefan, zeig du uns das erstmal drüben bei Tabat. So, Attacke, Faktencheck. Ja, wir lassen Zahlen, Daten, Fakten sprechen. Und zwar jetzt in diesem Fall für den Tabat Da Vinci 495 HE Finest Edition. Und du siehst schon auf einen Blick eine ganze Menge wichtige Informationen. Gesamtlänge 7,31, Nutzlänge 5,32. Dann, Länge ist ja das eine, man braucht ja auch eine Breite. Ist ja im Leben ganz oft so. 2,30, 2,32 breit. Das heißt, du hast immer noch einen relativ überschaubaren Reisewohnwagen. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der für viele Camper, Wohnwagenfahrer ja noch wichtiger ist, nämlich was wiegt denn das Schätzchen? Wir haben zum einen erstmal grundsätzlich Masse im fahrbereiten Zustand von 1400 Kilogramm. Das ist natürlich schon mal was. Dann können wir ihn auflasten, ja, bis auf maximal 1800 Kilo, um dann demzufolge auch die entsprechende Zuladungsmöglichkeit zu bekommen. So, 1800 Kilo, das ist natürlich schon mal eine Ansage für so einen doch etwas, ich sag mal, kompakteren Wohnwagen. Da scheint also schon mal eine ganze Menge drin zu sein. Und was da alles drin ist, das siehst du auch hier. Denn dieser Preis, den wir hier aufrufen, der liegt bei diesem Fahrzeug hier auf der Messe bei 27.500 Euro. Und jetzt weiß ich, jetzt geht wieder ein Aufschrei durch die Republik. Das ist aber viel Geld. Ja gut, die purzeln mir ja auch nicht aus dem Portemonnaie. Aber dafür gibt es einen Grund. Denn auch wenn wir hier natürlich zwei Grundrisse vergleichen, die irgendwo vom Grundriss eben vergleichbar sind, so haben wir dann doch zwei unterschiedliche Fahrzeuge. Machen wir uns überhaupt nichts vor. Du findest hier zum einen erstmal eine ganze Menge schon drin. Du hast das Glattblech mit drin, du hast dieses patentierte Tabatdach mit dabei, du hast alles, tausend Sachen schon vorbereitet, der Fernseher schon mit integriert, die Schwerlastschützen sind dabei, die Gewichtserhöhung ist dabei und. Und auch die Deichselabdeckung. Die ist auch schon dabei. Also das ist natürlich super wichtig. Apropos dabei, wenn wir schon dabei sind, über Zahlen, Daten, Fakten zu sprechen, Melli,
Da bleibt mir jetzt an der Stelle nichts anderes, um mich zu fragen. Sag mal, gibt es bei dir drüben beim Weinzweig auch Zahlen, Daten und Fakten? Und wenn ja, welche sind das denn? Na klar, Stefan, habe ich auch hier Zahlen, Daten und Fakten für dich. Wir sind hier wieder zurück beim Weinsberg, dem Caravan 480EU. So, Zahlen, Daten, Fakten. Wir haben hier eine Gesamtlänge inklusive der Deichsel von 7,07 Meter. So, und was ja nicht nur immer interessant ist, ist die Länge, sondern halt auch hier die Breite. Wir haben hier einen 2,30er mit 2,32 Meter, um ganz genau zu sein. Ist das halt einer von der Kategorie, wo mehr Menschen sagen, sie trauen sich damit zu fahren, weil viele sagen ja, 2,50 ist ihnen zu breit und gerade wenn man vielleicht irgendwie so Richtung Toskana will, die kleinen Gassen, die kleinen Dörfer, da ist so ein 2,30er dann doch irgendwie manchmal leichter durchzumanövrieren. Was ist noch immer wichtig bei einem Wohnwagen? Das Gesamtgewicht natürlich. Und zwar haben wir hier einmal die Version mit 1350 Kilo und einmal mit 1500 Kilo. Dementsprechend die Zulademöglichkeit liegen dann bei 240 Kilo oder 390 Kilo. So, und da muss ich jetzt sagen, 240 Kilo für zwei Personen, das könnte bei mir tatsächlich schon eng werden. Bin ich ehrlich. Also, es muss ja immer mit rein. Bettwäsche, Töpfe, Geschirr, Kaffeemaschine, also ein Kram. Bei mir ja noch ganz viel Deko und Beleuchtung, hast du nicht gesehen. Und dann noch die Klamotten, wow. Ich weiß nicht, ob mir 240 Kilo da reichen würden. Ich glaube, ich müsste zu der 390 Kilo Variante tendieren. Von daher wäre dann das die aufgelastete insgesamt. So, was auch immer wichtig ist, Zahlen, Daten, Fakten, Preis. Das Basisfahrzeug gibt es hier ab 15,5 Scheinen, während wir uns jetzt hier das Ausstellungsfahrzeug angucken, was knapp 21.000 kostet. Bevor man die Katze im Sack kauft, muss man natürlich reingehen und das macht jetzt Stefan nämlich erstmal drüben im Tabat. So, und jetzt pass auf, jetzt siehst du mich zwar nicht, aber du hörst mich schon mal. Du siehst aber was anderes. Du siehst zum einen diesen etwas dickeren Boden mit dem eingelassenen Tabat-Zeichen. Da fragt man sich natürlich, warum ist der so dick? Naja, weil der einfach nochmal etwas besser isoliert ist, weil dort auch alle nötigen Installationen verlegt sind in diesem Sandwich-Boden. Du hast gesehen, die Tür geteilt mit Fenster. Und wenn du jetzt so mal ganz entspannt deinen Blick durch diesen Wohnwagen schwenken lässt, ja, wir machen hier mal erst so einen kleinen Rundgang, dann siehst du irgendwann auch mich, das ist natürlich auch schön. Und du siehst, okay, das ist schon etwas, ich sag mal, senioriger, seriöser. Ja, wir haben so ein bisschen auf Holz, wie sagt man, den Dekor, ja, mit indirekter Beleuchtung. Ich sitze hier auf einer wunderschönen, hell cremefarbenen Kunstleder-Couch. Ist aber auch wichtig, ja, kein Tier für gestorben, also zumindest nicht direkt. Bequem ist es aber. Aber da kommen wir ja gleich zu, wenn wir in die Details laufen. Und diese Details, ja, die kommen nachher. Jetzt aber sage ich, Mensch, also wenn du dir hier ein paar Sekunden genommen hast, um deine Augen von links nach rechts und von vorne nach hinten schwenken zu lassen, so wie ich das gerade auch tue, dann glaube ich, ist es doch durchaus an der Zeit, dass auch bei der Melanie mal dein Auge auf Wanderschaft geht. Also Melli, sag an. Hast du auch so schöne Sachen wie ich hier bei mir in meinem Tabat? So, und auch hier gehen wir jetzt auf visuelle Wanderschaft. Da muss ich direkt sagen, super, super modernes Design. Also das, was ich jetzt hier schon sehe, gefällt mir unfassbar gut. Die Farbkombination mit diesem Grün, Mint in mehreren Nuancen, hell und dunkel, sowie das Grau, finde ich tatsächlich richtig, richtig Schmuck. Aber bevor wir hier auf die Einzelheiten eingehen, lassen wir den Stefan erstmal drüben gleich die Sitzecke checken. Ja, okay, Melli, ich gebe zu, auch bei dir kann man mal so ein bisschen was in Augenschein nehmen. Und genau das machen wir jetzt auch bei uns hier mit dem Tabat auch weiter. Wir fangen einfach mal an, vorne im Bugbereich an der U-Sitzecke. Ja, mein Zwei-Personen-Wohnwagen. Ich behaupte mal, für zwei Personen bist du hier völlig relaxed. Und andere fragen sich, so viel Platz für zwei Personen, habe ich mir auch schon ganz oft gefragt. Es ist ja wichtig, dass man sich auch ordentlich hinlümmeln kann, oder? Hinlümmeln, wenn man zum Beispiel fernschaut, denn zu meiner Rechten befindet sich dann auch schon in diesem Modell und in dieser Variante der integrierte Fernseher. Und wenn ich jetzt Fernsehen gucken will, das mache ich ja zu Hause auch, dann sitze ich ja nicht aufrecht wie, weiß ich nicht, in der Kirche, sondern ich mache es mir gemütlich. Das geht hier wunderbar. Zum einen. Zum anderen kannst du sagen, okay, ich senke diesen Tisch ab und kann dann dadurch einfach auch noch weiteren Schlafplatz generieren. So, apropos Platz, bei Platz, da fällt mir ja was ein, nämlich Stauraumplatz. Haben wir unter
den Sitzbänken hast du natürlich auch noch eine ganze Menge Stauraum. Was ich ganz cool finde, da bin ich ehrlich, ist so eine, das ist jetzt nicht die Erfindung des Rades, also da kriegt man keinen Pulitzerpreis für, aber man kann halt einfach recht schnell einfach mal was rein oder was rausholen und schnell rein und raus. Das macht das Erleben manchmal ein bisschen leichter. Was ich, da bin ich ehrlich, was ich ein bisschen strange finde, ist, pass auf, zeige ich dir, wenn du hier von oben reingreifen möchtest, musst du Polster und die Klappe hochheben. Ja, oder du greifst gleich so, kannst das auch zusammen machen. Aber da bin ich ja großer Freund von den Varianten, wo diese Platte schon in das Sitzpolster integriert ist. So, apropos integriert, da fällt mir auch noch was ein, nämlich hier einmal integriert, einmal eine Stromversorgung in 230 Volt und einmal in 12 Volt. Weiß ich aber auch nicht, warum das da unten hingebaut wurde. Es ist auf jeden Fall da. Ich merke ja immer, Leute, verbaut mehr 12 Volt Steckdosen hier, ist immerhin eine da. Okay, super. Dann, was haben wir hier? Hier haben wir noch mehr Stauraum. Jetzt gucke ich hier hinten, wenn ich nicht auf dem Pöter film. Hier ist auch Stauraum, aber der ist sehr, sehr schmal. Okay, gut. Das war die U-Sitzecke und oben natürlich, dann siehst du auch schon einmal übers komplette U gezogen, die Schränke. Da schauen wir uns mal einen an, exemplarisch. So sehen sie aus. Und jetzt testen wir mal, ob Softgloss ist. Nee. Bei den Schränken kein Softgloss. Also aufpassen, nicht, dass mein Nachbar morgens um 6 aus dem Bett fällt, wenn du die Unterhose rausgeholt hast. Halogenspots. Hier nochmal rechts eine 230 Volt Steckdose. Die finde ich da sinniger. Da könnte man nochmal 12 Volt hinbauen, liebe Kollegen von Tabat. Aber niemand mag Klugscheißer, deswegen höre ich jetzt hier ganz kurz auf und sage, Melli, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, kann man sich bei dir auch hinsetzen oder muss man den ganzen Tag stehen? Ha? So, lieber Stefan, natürlich kann man auch bei mir ganz wunderbar sitzen. Das tue ich nämlich gerade hier in dieser super süßen U-Sitzecke. Und was gleich auffällt, wie gesagt, habe ich eben schon gesagt, sind diese wunderschönen Farben, die ich sehr modern finde tatsächlich. Dieses Mint, das ist ja, es ist so ein dunkles Mint kombiniert mit dem Grau. Und da muss ich euch jetzt einmal zu mir holen. Muss ich nämlich sagen, guckt mal hier, der Tisch an sich, also da ist jetzt gerade eine Tischdecke drüber. Ich persönlich bin eh kein Tischdeckenfan, aber guckt mal, wie cool der Tisch aussieht. Das ist so eine Steinoptik, möchte ich mal sagen. Dazu dann halt diese Polster in diesem Grau, auch so ein richtig schöner Stoff. Und das dann hier ist so ein bisschen, ja, samtig, möchte ich fast sagen. Richtig, richtig klasse. Gefällt mir unfassbar gut, echt. Was mir auch unfassbar gut gefällt, ist, wir haben dort ein Fenster, wir haben hier ein Fenster und hinter mir ein Fenster. Sieht gerade nicht so aus, weil da direkt der nächste Wohnwagen ist, aber wir sind ja auch auf der Messe, auf der CMT. So, was haben wir noch? Wir haben hier Ablagemöglichkeiten für Kleinigkeiten, Deko, Buchbeleuchtung, Bluetooth-Box, whatever. Dann haben wir hier kleine süße Lampen in den Ecken und da hinten, ich hoffe, ihr seht das, da haben wir einmal eine 230 Volt Steckdose und eine USB-Ladebuchse. Da würde sich Stefan jetzt nämlich tatsächlich wieder drüber freuen, weil der sagt ja immer, er möchte so gerne sein Handy direkt in so einem USB-Loch laden. Das kannst du hier machen, Stefan. Das kannst du hier machen. So, was haben wir noch? Oh, kommen wir hier raus aus der Ecke. Den Tisch kann man natürlich absenken. Guck mal einmal kurz. Das ist noch so ein, also das ist so ein richtiges Retro-Gestell. Das hatte meine Mutter sogar schon in ihrem 30 Jahre alten Wohnwagen. Aber ist zweckdienlich, ne? Man kann ihn verschieben, hinher, runter machen, Tetris machen, dann hast du hier noch eine Schlafmöglichkeit. Was hast du noch? Du hast hier auf jeden Fall Ablageflächen ohne Ende. Du hast hier hinten, lass mal rein, Stauraum, kein Soft Close. Und was du auch hast, das muss ich echt sagen, das liebe ich, ein Medi-Heki. Das heißt, schön viel Licht, schön viel frische Luft. Finde ich top. So, und damit man auch hier an diesem Tisch was denieren kann, würde ich mal sagen, Stefan, zeig uns mal deine Küche. Küche. Küche haben wir. Und zwar, ja, eigentlich eine relativ überschaubare. Wir sind aber auch in einem durchaus etwas kompakteren Wohnwagen. Was finden wir denn in dieser Küche? Naja, wir werden, ich glaube zumindest, Dinge finden, die wir zum Beispiel auch bei Knaus finden. Was für ein Zufall. Ja, weil Tabat und Knaus, die haben ja irgendwie so eine gewisse Verbändelung. Wir finden einen 3-Flammenkocher mit einer Elektrozündung. Höre. Super. Relativ weit auseinander und mit diesem, das habe ich auch schon ganz oft gesagt, Gusseisen, finde ich ja total schön. Kleines Abwaschbecken und, pass auf, jetzt finden wir auch noch zwei Oberschränke, die ja im Endeffekt Oberschränke sind. Ohne Softgloss übrigens, aber hinterlüftet.
Das ist übrigens bei vielen Wohnwegen der Fall. Ja. Aber jetzt kommen wir zu einem Punkt, das ist dann tatsächlich wieder zu. Melli, das behaupte ich ganz einfach. Du wirst es uns vielleicht gleich zeigen. Ist schon ein bisschen anders, denn wir haben auch hier drei Schubladen mit, du siehst es schon, einmal der Möglichkeit fürs Besteck, ein bisschen was ablegen und den Absperrventilen fürs Gas, Heizung, Kühlschrank, Herd. Aber jetzt haben wir A, Soft Close. Das finden wir auch beim Wettbewerber manchmal, aber das ist etwas, das ist nicht überall so zu sehen. 25 Kilogramm Belastbarkeit. So, und das hast du ganz häufig nicht. Ganz häufig hast du 10 Kilo. Und zu was führt das? Selbst wenn du sagst, naja, ich habe hier nur ganz leichte Töpfe dabei und Plastikbeschirr dabei. Das ist einfach mal ein bisschen solider. Ja, das heißt, da hast du nicht die Angst, die du vielleicht bei manch anderen Modellen hast. Ja, einige von uns kennen das ja. Ja, du siehst es auch schon, die fahren ordentlich rein und raus. Manchmal ist es so, du ziehst die einmal zu fest und hast dann einfach auch 13 Teile in der Hand. Da übrigens findet sich dann ja auch irgendwo so ein Preis wieder. Ansonsten sage ich, ey, Küche, Apothekerschrank, LED-Beleuchtung, Steckdose, Lichtschalter, fertig. Melli? Achso, das Wasserfiltersystem, das haben wir ja auch noch. Das haben wir ja auch noch. Vielleicht ist das ja bei dir auch drüben verbaut, ja, dass man das Wasser trinken kann, so quasi so Elixier des Lebens. Und dass, wenn das nicht funktioniert, weil du sagst, Wasser mag ich nicht, ich trinke lieber ein Bierchen, Weinchen oder vielleicht auch eine schöne Cola Light, naja, dann haben wir doch natürlich auch einen Kühlschrank, in dem Fall den von Dometic, Slim Tower, einmal mit dem integrierten Eisfach für die Kulinarik oder die Eiswürfel, die ja auch zur Kulinarik durchaus beitragen können. Ich finde die Beleuchtung, jetzt ist es aus, die Beleuchtung hier ganz nice. Blaues Licht, ja, stellt sich die Frage, was macht das? Es leuchtet blau. Natürlich ist der zu betreiben, entweder auf Gas, auf 230 Volt oder auf 12. Melli, wie kochst du denn bei dir drüben? So, mein Lieber, auch hier wird auf drei Flammen gekocht. Ein von Dometic drei Flammen Gasherd haben wir hier mit einer schönen schwarzen Abdeckung. Finde ich tatsächlich ganz schick, aber man sieht halt die Finger tapsen und oh, da würde ich dann ja den ganzen Tag immer nur wischen wollen. Ne? Naja, gut. Machen wir das mal hier wieder beiseite, damit wir so einen Eindruck von der Gesamtküche kriegen. So, kleiner Wohnwagen, kleine Küche, aber, und ich muss sagen, trotzdem viel Schneidefläche. Guckt euch das mal an. Also hier, ne, so meine Hand als Vergleich. Hier hat man schon ordentlich, dass man hier ordentlich was machen kann. Abwaschbecken ist, finde ich, auch reell groß und tief. Den muss ich sagen, finde ich auch ganz hübsch. Finde ich ganz cool. Und was ich richtig, richtig schick finde, ist, warte, wie nennt er sich? HPL Küchenrückwand. Finde ich richtig, richtig schmuck, weil das Fenster so ein bisschen dadurch ja, verblendet ist und das sieht, ich finde es einfach hübsch. Also kann ich nicht anders sagen. So, was hier auch verbaut ist, ist das BWT Wasserfiltersystem. Das heißt, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, in die Toskana fahrt, könnt ihr auch dort das Wasser trinken, ohne Angst vor Keimen zu haben. Was haben wir hier? Weinsberg Möbelgriffe in Aluminium. Das stimmt, aber auch hier kein Softclose. Also morgens aufpassen, nicht die Nachbarn wecken. Hier könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen was abstellen. Uff, oh, Alter, ist das schwer. Also nein, nicht schwer, das zappt so zurück. Ich zeig's euch nochmal. Weil die Scharniere halten es gut oben. Also das muss ich echt sagen, das ist richtig gut. Aber dadurch kommt hier so ein Schwenk, den man dann halt mit purer Muskelkraft festhalten muss. Was gehört noch zu einer Küche? Kühlschrank. Der ist klein. So, das ist von Dometic einer. Den man natürlich auch wieder auf Gas, auf 12 Volt und auf 230 Volt laufen lassen kann. Also, ich persönlich würde lieber einen größeren Kühlschrank haben. Da ich aber weiß, dass man auch mit einem noch kleineren Kühlschrank gut zurechtkommt, denke ich, ist der okay. Im Sommer kann es natürlich mit Getränken und Aufschnitt und Grillgut ein bisschen eng werden. Wie kommt man hier ran? Ach, oben. Da wiederum passt aber genug Eis rein oder das ein oder andere Getränk zum Vorkühlen. Zack. Was ich hübsch finde, ist dieses Holzdekor. Das finde ich tatsächlich ganz schmuck. So, was braucht man noch in der Küche? Besteck. Absperrhähne gehören natürlich dazu. Warte. Softklos ist das jetzt nicht. Nee, hier ist gar nichts Klos. Huch. Und kleines Fach noch. So, das war die Küche. Ich finde sie schön. Ich finde sie wirklich schön. Klar, Kühlschrank ist jetzt nicht so groß, aber come on, wir sind zwei Leute, das reicht.
Was ich geil finde, ist diese große, große Fläche zum Arbeiten. Und, warte, was fehlt noch? Ah, da. Wow. 1, 2, okay, und Lichtschalter. 230 Volt Steckdosen. Finde ich gut, aber, jetzt kommt das Aber, die sind auf dieser Seite verbaut, während hier, finde ich, Platz für die Kaffeemaschine ist, weil wo soll ich die jetzt hier abstellen? Versteht ihr? Also müsste ich sie da drauf abstellen oder hier? Hier steht sie mir zu selben Weg. Da würde ich mir wünschen, liebe Weinsberg-Kollegen, dass ihr die hier rüber setzt, weil dann kann ich nämlich hier meine Kaffeemaschine hinstellen. So. Stefan, mach mal weiter im Tabat. Ich meine, jetzt ist man ja auch so wie wir jetzt gerade auf einer Messe. Da hast du dann manchmal so Sanitärcontainer, die sind manchmal nicht so schön und manchmal sind sie sehr weit weg. In unserem Fall beides. Also muss man sich woanders kultivieren und mal die Zähnchen schrubben. Das macht man hier natürlich im, du wirst es schon ahnen, Badezimmer. Badezimmer haben wir. Und zwar, pass auf, jetzt hat ja auch schon wieder einer mit ganz viel Wollust diesen Schlauch rausgerissen. Ja, normalerweise ist der hier, ich habe vorher nicht geschaut, was hätte ich machen sollen. Auf Messen passieren ganz viele Sachen. Wir haben schon ganz viele Sachen gesehen. Ich gucke erstmal, ob das passiert ist, was ich mich hier nicht erhoffe. Nein, Gott sei Dank nicht. Auch das sieht man manchmal. Normalerweise ist der hier nämlich hier drinnen. Aber du siehst es schön, deswegen ist es auch schön, dass es rausgerissen wurde mit viel zu viel Kraft. Man kann das Ganze auch zur Dusche umbauen. Da sage ich mir aber, naja, komm, ganz im Ernst. Wenn ich hier das mit dem Vorhang wieder mache, dann muss ich A davon ausgehen, dass ich hier unten in meiner, guck mal, führ mal nach unten, so auf Hüfthöhe, dass ich hier nicht so viel Platz habe. Ja, und dass natürlich dann der Vorhang mir am Popes klebt oder woanders. Trotz alledem, kleiner Aufbau, kleiner Grundriss, kleines Badezimmer mit allem Nötigen, was man so braucht. Zum einen haben wir warmes Wasser durch die Therme, die gucken wir uns nachher nochmal an. Dann haben wir einen Locus von Fettwort. Wir haben ein bisschen Ablagemöglichkeit, wir haben einen Spiegel, wir haben ein bisschen Licht. Von daher, naja. Eine Sache muss ich noch gucken, ob die da ist. Ja, weißt ja, wie es ist. Männer, die sich nicht rasieren, sehen aus wie Schlunz. Damit man sich rasieren kann, braucht man etwas, nämlich einmal 230 Volt. Haben wir. Ne, hier ist ein Lichtschalter. Haben wir leider nicht. Ne, haben wir nicht. Das ist traurig. Dann musst du deinen Akkurasierer halt zu Hause aufladen, damit du nutzen kannst. Badezimmer. Klein, zweckdienlich, braun. Apropos, Melli, wenn man sich wäscht, ja, und man möchte das nicht hier in diesem Tabak machen, sondern man möchte auch in seinem Weinsberg ein WC haben und man sucht das. Wo ist denn das bei dir? Postiert. Wer sucht, der findet. Badezimmer. Ist hier. So. Mein erster Eindruck, ich finde es hübsch. Ich finde es tatsächlich wieder sehr hübsch. Ich komme mal rein. Weil hier wird natürlich das ganze Farbkonzept weitergehalten. Wir haben einmal diese schöne Holzoptik plus diese, ja, Stein. Was ist das? Granitoptik? Wie nennt man das? Könnt ihr ja mal kommentieren. Ist das jetzt eine Steinoptik oder eine Granitoptik? Ich bin mir nicht sicher. Ich finde es auf jeden Fall super, super schick. Und was ich auch super süß finde, ist dieses Waschbecken. Das ist so matt. Und es ist auch gleichzeitig die Dusche, die dann da oben festgemacht wird. Das mache ich jetzt nicht. Ich habe nämlich Angst, dass ich es nicht wieder reinkriege. So wie bei dir drüben, Stefan. Aber hier geht es noch rein. Hier sind die Leute ein bisschen höflicher mit den Sachen. So, und dann kann ich letztendlich hier die Dusche reinhängen und dann kann ich hier einmal rundherum den Duschvorhang machen. Mache ich jetzt nicht ganz, aber damit ihr es euch vorstellen könnt, dann kann ich hier duschen. Habe ich schon oft gesagt, ich finde mittlerweile Duschen im Wohnwagen cool. Mit einem Duschvorhang würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Also nur im Notfall, weil das ist irgendwie, das pappt dann überall und boah, mag ich nicht. Gucken wir trotzdem nochmal weiter. Was haben wir hier noch? Wir haben hier einmal Dometic-Kassettentoilette. Wunderbar. Die ist, glaube ich, drehbar. Ja, ist sie. Dann haben wir dort Ablagefläche. Dann haben wir hier Toilettenpapierhalter. Was haben wir noch? Ach, hier habe ich eben gar nicht gezeigt. Wir haben hier oben Handtuchhalter. Das finde ich auch immer total cool, weil wenn man hier schon duscht, dann müssen ja auch irgendwo die nassen Handtücher hin. Die können dann direkt hier hin. Das Ganze kann dann hier auch schön auslüften, weil wir haben hier oben so ein Mikroheki drin. Wir können aber auch hier Handtücher aufhängen. Wunderbar. Und was ich halt auch gut finde, wenn die Handtücher da hängen, man hat trotzdem noch Platz. Seht ihr das? Also es ist, selbst wenn die Handtücher bis hierhin hängen, kannst du da trotzdem ganz locker auf dem Pott sitzen. Dann haben wir hier einen Schrank.
keine Steckdose. Stefan, du hast schon gesucht wie ein Verrückter. Ich suche jetzt hier noch mal kurz weiter. Hier unten vielleicht. Aber auch hier, mein Lieber, es tut mir leid. Auch hier bleiben wir traurig, was die 230 Volt betrifft. Nun gut, dann musst du dich halt woanders rasieren. Was machst du jetzt eigentlich da drüben? Zeig mal. So, Schlafzimmer. Jetzt, ich glaube, sind wir uns einig. Der Schlafbereich in einem Wohnwagen ist ja auch durchaus ein eher wichtiger Aspekt. Denn, jetzt stell dir mal vor, du fährst mit dem Wohnwagen von A nach B, um einen schönen Urlaub zu verbringen. Dann bist du ja tagsüber, das hoffe ich zumindest, nicht den ganzen Tag in der Bude und guckst Fernsehen, sondern du unternimmst eine ganze Menge. Und damit du dich dann von diesen ganzen Eindrücken körperlich und mental auch des Nächtens wieder erholen kannst, ja, musst du gut schlafen. Und da behaupte ich etwas. Das wirst du hier gut können. Dafür gibt es mindestens zwei Gründe. Drei. Zum einen haben wir hier in dieser Variante ja das Modell gewählt, extra mit den zwei Einzelbetten. Es gibt ja tatsächlich Menschen, die sagen, oh, ich möchte tatsächlich lieber alleine schlafen, obwohl ich meinen Partner sehr gern habe. Ja? Und wenn man sich dann noch mal ein bisschen gerner haben möchte, dann hast du natürlich hier die Möglichkeit. Hier siehst du einmal das Nachtkästel. Ja? Und wenn man sagt, okay, Schublade für ein Buch, nein. Hier drinnen befindet sich noch eine Art kleiner Lattenrost. Den kannst du komplett rausziehen. Das mache ich jetzt nicht, weil meine Beine dann im Weg sind. Und kannst dann, tackerst einfach den hier drauf. Na, so ergibt es mehr Sinn. So. Hier das tackerst du dann hier zwischen und dann hast du einfach eine echt große, ich sag mal 2 auf 2 Meter locker, eher mehr Liegefläche. Und dann kann man ja auch mal, weiß ich nicht, sich in den Arm nehmen. So, das zum einen. Zum anderen hast du wirklich gute Matratzen, sehr hochwertige Gelmatratzen. Und das merkt mein kleiner Pöter sofort, da ist echt, da ist Bequemlichkeit drin. Und wenn das nicht reicht, dann hast du hier einfach mal einen, naja, ist ja gar kein Lattenrost, sondern das ist, da gibt es einen Namen für, aber den weiß ich jetzt nicht. Das scheint aber was total Tolles zu sein, weil, das kann ich bestätigen, ich lag ja gerade hier, da liegt man gut. Und dann ist es ja auch noch hier, Finest Edition, dann muss man fein schlafen. Und was ich natürlich auch schon, ich sag mal, das finde ich auch ganz geil im Schlafzimmer. Melli, weißt du, was ich im Kopf haben könnte? Nein, du wirst es dir ja gleich angucken, was ich im Kopf haben könnte. Spiegel! Spiegel im Schlafzimmer habe ich zu Hause nicht, aber ist geil. So, aber was haben wir noch? Wir haben natürlich auch oben im U wieder unsere ganzen Oberschränke, die mit einer indirekten Beleuchtung daherkommen. Leider kein Softclose, also bitte, bitte aufpassen beim Zumachen. Ja, das scheppert sonst immer. Und wir haben natürlich auch hier hinten unsere beiden 12 Volt Bläsespots, Halogen, nochmal eine Ablagefläche und Fenster A. Fenster B, sodass wir auch im Schlafzimmer einfach echt viel Helligkeit haben, um schön und fresh und munter in den Tag zu starten. Was ich dir jetzt noch nicht gezeigt habe, na, zum einen oben siehst du es gerade, das Oberlicht, das ist ein ganz normales kleines Heki, das Mini-Heki. Natürlich alles verdunkelbar, natürlich alles mit Fliege ausgestattet. Das hier ist nur ein Messelicht, denk es dir bitte weg. Was ich dir noch schuldig bin, ist natürlich zum einen der Schrank. Ja, natürlich darf die Holde auch ihre Sachen aufhängen. Und natürlich findest du auch im Schrank, wie so häufig, den Schalter für die Therme. Die zeige ich dir gleich auch noch, wo die postiert ist. Und du findest einmal die Truma-Heizung mit einem Gebläse. Und bei, ich muss dir das noch zeigen. Ja, aber warte mal, dann machen wir erstmal hier diesen riesen Pömpel wieder weg. Mit dem kann man wahrscheinlich auch irgendwelche Spiele spielen. Und dann, wenn man das hochklappt, siehst du schon, ja, das ist auch wieder mit diesen Gasdruckstoßdämpfern gut gelöst. Du siehst das große Staufach einmal hier mit der Therme und mit abgedeckten Kabelkanälen durchaus gut. Da hätte man vielleicht noch was vorbauen können, dann wäre auch das geschützt. Hier die Ablasshähne fürs Wasser ordentlich geschützt, dass da nichts passiert. Machen wir zu. Und das geht tatsächlich ganz einfach. Und das Gleiche findest du wahrscheinlich auch noch auf dieser Seite. Zack, zack, zack. Nur hier eben zum einen mit dem Wassertank und zum anderen ohne Stauraumklappe. Ui, 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 würde Samsung sagen. Melli, das hier ist Komfort. Ja, das merkt mein kleiner Pöter sofort. Was merkt denn dein kleiner Pöter, wenn er sich aufs Bett drapiert? Ja, ja, auch mein kleiner Pöter sitzt hier wunderbar auf diesem Bett.
Also, was haben wir hier? Das EU, hatte ich ja vorhin schon einmal gesagt, steht für Einzelbetten. Heißt, ich stehe nochmal auf, wir haben zwei Einzelbetten. So, jetzt sagen natürlich viele, oh, was ist, wenn ich dann aber doch mal ein bisschen kuscheliger drauf bin als sonst? Ja, gar kein Problem. Wie drüben im Tabat ziehst du dann hier einen Lappen raus, spielst ein bisschen Tetris, zack, hast du eine riesen, boah, das ging fast alleine rein, hast du eine riesen Liegefläche und ja, dann kannst du halt kuscheln, so viel du willst. Ein Fenster rechts, ein Fenster links, hast du auch schön viel Frischluft, schön viel Licht, das finde ich gut. Apropos Licht, da haben wir hier in den Ecken wieder schön die Leselampen. Und was ich tatsächlich schon wieder ganz hübsch finde, ist, dass hier diese Blende draufgesetzt worden ist, weil sonst wäre das einfach so eine große weiße Wand oder cremegrau, wie auch immer. Das fände ich jetzt persönlich nicht so cool. Dadurch, dass das drauf ist, ist das so ein bisschen unterbrochen. Es nimmt hier wieder die Zierkissen auf. Das finde ich dann tatsächlich schon wieder ganz schmuck. Was haben wir hier? Hier haben wir ein kleines Ablagefach, da kann dann irgendwie so die Brille des Nächtens rein oder das Handy. Allerdings das Handy laden finde ich jetzt hier spontan auch keine Möglichkeit. Das finde ich blöd. Das finde ich echt blöd. Also heutzutage hat einfach jeder ein Handy. Die liegen meistens ja nachts auch irgendwie bei einem, weil sie als Wecker fungieren und so. Aber hier hinten, nope. Hier kann man auch noch irgendwie so Kleinkram ablegen. Ich weiß gar nicht, was für viel Kleinkram man braucht, aber pff. Gut, könnte man machen. Warte, aber ich will nichts Falsches sagen. Ist hier. Oh! Entschuldigung. Hier. USB-Ladebuchse und 230 Volt. Ich nehme alles zurück, kannst du laden, aber dann kannst du natürlich nicht hier reinstecken und da laden. Also von daher weiß ich nicht. Da kommen dann Spielsachen rein oder so. So, was ist noch wichtig? Stauraum. Haben wir hier offenen Stauraum? Offenen Stauraum und geschlossenen. Ich muss sagen, ich finde geschlossenen immer besser. Einfach, weil wenn ich da jetzt irgendwie meine Unterbuchsen reinlege und die Socken und die T-Shirts und was weiß ich, das sieht immer ein bisschen rummelig aus, ne? So ein bisschen unaufgeräumt. Was hier hinter passiert, das interessiert einfach niemanden. Und hier kannst du aber wirklich richtig viel reinschmeißen. Guckt euch das an. Und was ich auch gut finde, da hinten die Elektrik, seht ihr da das kleine Braune, wurde zugedeckt, weil das natürlich für die Lampe, für die Leselampe, dass da das Kabel längs läuft. So, auch hier morgens aufpassen, nicht den Nachbarn wecken. Ne? Was schön ist, ist hier wieder die indirekte Beleuchtung. Ist natürlich auch schon mittlerweile in echt vielen Wohnwagen auch wieder geschützt. Und was wir auch haben, ein Heki, Messebeleuchtung, wegdenken bitte. So, jetzt sagen wir natürlich, Stauraum haben wir natürlich unterm Bett. Jetzt muss ich nur gucken, wie man da rankommt. Ach, das geht einfach ganz einfach. Ah, die Federn helfen mir natürlich auch. So, was sehen wir? Wir sehen den Wassertank und wir sehen hier auf jeden Fall, dass die Kabel hinten in einem Kabelschacht laufen. Das ist natürlich gut, weil das ist sicher und das ist gut. Gucken wir nochmal auf der anderen Seite. Da guckt jetzt gerade jemand rein. Und da schmeiße ich jetzt mal hier gerade so nonchalant die Decke rein. Aber in das Fach hatten wir vorhin ja auch schon reingeguckt. Da haben wir nämlich dann die Warmwassertherme. Jetzt ist mir warm. Ich würde sagen, ich wollte gerade das Wort schon wieder abgeben, aber so ein Quatsch. Ach nee, wir haben ja gar keinen großen Schrank. Warte, haben wir einen großen Schrank? Ha, doch. Zum Schlafzimmer gehört für mich nämlich der Schrank, aber da muss ich durch den ganzen Wohnwagen durchlaufen, weil der Schrank ist nämlich hier vorne mehr so, ich sag mal, im Wohnbereich. Hier haben wir dann einen großen Schrank, wo du deine Klamotten aufhängen kannst und unten drunter die Truma-Heizung. Bada-bing. Und angucken kannst du dich ja auch. So, würde ich sagen, jetzt haben wir hier schon echt eine Menge gesehen. Puh, mir ist ganz warm. Ich würde sagen, ich gebe dann das Wort erstmal wieder zurück an Stefan. Beziehungsweise ich suche den einfach mal und dann können wir mal gemeinsam schnacken. Ne? Ja. Melania. Yes. Erzähl, wie war es denn bei dir in deinem kleinen Schätzchen? Richtig schön, der hat mir richtig gut gefallen, das habe ich euch auch schon gesagt. Sogar noch.
Ja, ich sehe ihn da hinten auch noch. Der Weinsberg, der ist richtig modern und der hat mir einfach richtig gut gefallen. Mir haben ein paar Sachen gefehlt, sowas wie Softklos oder so. Ich weiß nicht, hattest du das im Tabard? Nee, hatte ich. Also ja doch, also an 1, 2, 3, so unter diese großen Schubladen unterm Herd. Ja. Ja, die waren Softklos, die ganzen Oberschränke, die waren auch mehr so ein Trommelkonzert. Das war alles. Das war bei mir alles, aber er war optisch einfach so schön. Apropos schön, also gut, im Tabard ist natürlich ein bisschen, naja, sagen wir einfach mal, gediegener. Mhm. Ja, ist halt vielleicht jetzt auch nicht für den 20-Jährigen. Was hat denn da deiner so ungefähr gekostet? Das ist aber eine total wichtige Frage, oder? Ja, der war nicht ganz so teuer. Ich habe den Preis jetzt tatsächlich gerade nicht mehr im Kopf. Unter 20.000? Start war, glaube ich, bei 15,5 Schein und der war 21.000. Jetzt habe ich es wieder. Also irgendwie 20 Pups. Genau. Sagen wir mal, also so 7.000, 8.000 Euro weniger als der Tabard, ja, für eigentlich so fast den gleichen Wohnwagen im Grundriss. Genau. Jetzt muss der Preis irgendwo herkommen. Jetzt machen wir uns nichts vor. Also da ist der Tabard natürlich echt, das ist schon mal eine Ansage, das ist echt eine Hausnummer. Ja. Über das Dekor kann man streiten. Natürlich, das ist Geschmack. Aber wenn ich mir zum Beispiel dieses besondere Dach anschaue, wenn ich mir den doppelten Boden anschaue, wenn ich mir die Fenster anschaue, also das ist natürlich beim Tabard alles schon echt wertig. Ja, das stimmt, das ist bei mir dann eher Standard. So, welchen würdest du nehmen? Ich würde trotzdem den Weinsberg nehmen, weil ich ihn einfach schöner finde. Und Frauen, da wissen wir, wie es ist. Frauen gehen ja auch ganz oft in anderen Bereichen des Lebens auf Schönheit. Natürlich. Jetzt haben wir natürlich auch eine Schublade bedient. Nein. Das war echt. Also ich müsste echt überlegen, ich gucke mir erstmal deinen gleich nochmal an. Ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Nee. Aber zu dir sagen wir, schön, dass man uns jetzt wieder sieht. Und dann sagen wir, herzlich willkommen bei Happy Camping. Macht nix! Macht nix! Happy Camping und oder. So, wir sind weg und sagen bis zum nächsten Mal. Deine Melli und der Stefan. Hasta luego. Tschüss.